Wie wichtig ist das Thema Weiterbildung für ehemalige Profis aus Ihrer Sicht? Unheimlich wichtig, und die Problematik ist, dass man es erst checkt, wenn es eigentlich schon ein bisschen zu spät ist. Also ich war in der Hinsicht auch ein bisschen faul. Ich habe immer so ein bisschen Philosophie in Düsseldorf studiert, habe dann in Australien noch mal ein bisschen Marketing und Business gemacht, aber irgendwie nicht mit dem nötigen Drive. Und wenn es dann Richtung Karriereende geht, dann stellt man sich auf einmal die Frage, so, was kommt denn als nächstes? Und man merkt, dass es einfach ziemlich spät ist. In Australien hatten wir eigentlich sehr, sehr gute Programme. Also da gibt es Career Advisor, die die Jungs von klein auf, möchte ich fast sagen, begleiten. Da ist es ganz normal, dass man nebenbei studiert, dass man vielleicht auch ein kleines Business aufmacht. Ich hätte jetzt eigentlich mehr Glück als Verstand mit der DAZN-Nummer, dass wir da direkt so eine Riesenmöglichkeit angeboten bekommen haben. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es eigentlich auch ein bisschen vernachlässigt, mich auf die Zeit danach vorzubereiten. Würden Sie sagen, dass die Bundesliga da Nachholbedarf hat, oder haben Sie mittlerweile das hier und da schon entdeckt, dass Spieler auch während ihrer Karriere begleitet werden für die Zeit danach? Es wird angeboten, definitiv, und es gibt ja auch viele, die auch studiert haben und irgendwie so Businesses nebenbei noch machen. Was ich schön fand an Australien, da bestand eine ganz andere Notwendigkeit. Also da mussten die Jungs einfach drüber nachdenken, was sie nach der Karriere machen, weil auch 10, 15 Jahre in Australien einfach nicht ausreichen, um dann irgendwie einen faulen Lenz zu machen für den Rest des Lebens. Mal abgesehen davon, dass es ja auch keiner will. Ich glaube, dass es da noch Luft nach oben gibt, also gerade mit der Spielergewerkschaft. Die Problematik ist, dass die Jungs ja in so jungen Jahren so viel Geld haben und überhaupt keine Notwendigkeit sehen, sich weiterzubilden, was ja irgendwie normal ist. Also ich war auch einmal einer von denen, die das Leben einfach genossen haben und irgendwie dachten, ja, das wird schon reichen, und auch gar nicht realisiert haben, dass man ja auch einen Lebensinhalt braucht. Es geht ja nicht nur darum, bin ich finanziell safe, sondern ich brauche eine Aufgabe. Und ich denke schon, dass es da viele Initiativen in die richtige Richtung gibt, aber dass es da gerade auf Seiten der Profis noch Luft nach oben gibt. Das Thema Aufgaben, Sie sind ja so ein Experte. Gibt es weitere Pläne schon oder sogar Umsetzungen für die Zeit jetzt nach der Spielerkarriere? Also Jerome Polenz und ich, wir machen das so ein bisschen zusammen, ja, nicht nur die Show, sondern eigentlich alles Weitere. Wir haben schon so einige Pläne, also wie viel davon auch spruchreif ist, weiß ich jetzt noch nicht. Wir finden das Thema E-Learning im Fußballbereich, also sowohl bei den Profis, vor allem aber im Nachwuchsbereich, super spannend. Und uns schwebt natürlich vor, irgendwann mal diese graue Theorie auch zu verlassen und dann tatsächlich anzupacken und auch Trainerscheine zu machen und irgendwann Mannschaften zu übernehmen. Sie waren ja im Ausland, im nicht-europäischen Ausland. Würden Sie Spielern aus der Bundesliga dann zu einem Wechsel so wie Ihren raten? Ja, total. Also gerade wenn die Bundesliga auch so ein bisschen eine Sackgasse ist. Also die Welt ist so groß und so schön, und es lohnt sich einfach, diese Erfahrung zu machen. Egal ob Bangkok oder Peking oder Australien, also so unterschiedliche Kulturkreise, aber auch tolle Stadien, tolle Mentalitäten im Land selber. Ich habe gerade in den letzten Jahren unheimlich viele Leute kennengelernt, die überall auf der Welt gespielt haben, und es hat einfach keiner bereut.